zum Saisonabschluss räumen wir das Lager im FCL Fanshop. Ab sofort gibt es auf fast alle Artikel 50% Rabatt. Man hat heute in der Zeitung können lesen, der Christian Schnäuli kommt zum FC Luzern, ist in der neuen Luzerner Zeitung gestanden, steht aber der Marco da, bist du überrascht? Ja, nein, das haben wir schon etwa die gehabt, dass es da Verwechslungen gibt. Ja, wir sehen relativ ähnlich aus und von dem her ja, sind wir davon gewöhnt, dass es Verwechslungen geben kann. Du bist zum FC Luzern gekommen, Transfer ist eigentlich schon recht lang bekannt. Was hat da der Ausschlag gegeben, dass du den Weg Richtung Luzern eingeschlagen hast? Ja, eigentlich das ganze Paket, alles drum und dran, hat wirklich super gepasst und ja, sicher auch die Länge des Vertrags in meinem Alter hat ja, sehr gut gepasst. Und was ich gesucht habe, natürlich in der Schweiz, ja, in der Region, wo ich wohne. Und ja, von dem her ist das eigentlich ausschlaggebend gewesen. Wie sind die ersten Eindrücke da beim FC Luzern und in Luzern? Ja, sehr gut. Ich bin wirklich tiptop aufgenommen worden am ersten Training und ja, ich habe gesehen, es hat einen neuen Platz gegeben, wo wir hier trainieren können. Das ist natürlich auch perfekt, super Rasen und das macht Spass. Also. Das Wort zum Luzerner Publikum, du hast das ein oder andere Mal hier in der Swisspor Arena bist du aufgelaufen? Ja, sicher ja, sehr heissblütig. Sie sind extrem, ja, kommen extrem auf, wenn sie gut spielen, wenn sie Führung sind. Und das denke ich, ist eine riesige Motivation, dass wir da alles dran setzen, dass wir ja, wirklich fast immer in Führung gehen können oder positive Resultate holen, dass wir sie wirklich hinter uns bringen und ja, zusätzlichen Schub bekommen. Hast du ein persönliches Ziel gesetzt, das du erreichen willst? Der Stürmer würde ja eigentlich immer an Goal gemessen. Andererseits, wenn man zu viel Goal prognostiziert und sie dann nicht schießt, dann ist man der Baumann. Wie handhabst du das? Ja, das ist klar. Natürlich ja, ist es mir am liebsten, wenn ich mega viel Goal schieße. Aber ich habe jetzt nie eine Prognose abgegeben vor einer Saison und das werde ich auch das mal nicht machen. Es ist sicher das Ziel, dass ich meine Leistungen bestätigen kann von der letzten zwei Saison, die ja, relativ gut waren. Und das werde ich natürlich auch hier können fortsetzen ja, mit der Scorerliste, dass man da drauf ist. Und du hast ja europäische Erfahrung können sammeln mit dem FC Thun. Jetzt ist man hier beim FC Luzern auch qualifiziert. Kannst du uns da vielleicht den ersten Vorgeschmack geben, was uns da erwartet? Ja, es ist sehr interessant und es fängt natürlich, wenn man die Spiele hat am Donnerstag am Abend. Und ja, es wird sicher ja, nicht einfach. Die ersten zwei Runden sind sicher noch ja, machbar, je nachdem, was man für Gegner bekommt. Oder? Und ja, in der dritten wird es einfach dann eher, sicher fegen, weil ja, du bekommst einen riesen Gegner. Und wenn man dann dort noch ja, den Lucky Punch schafft und zwei gute Spiele hat und dann weiterkommt, ja, ich glaube, dann läuft das fest. Da freuen wir uns auf alles, was da kommt. Wir wünschen alles Gute, viel Glück hier beim FC Luzern und dass du dich wohlfühlst. Merci. Your side, trying to do my best.